So Leute, weiter geht's. Hilft ja nichts. Naja, ich werde jetzt die Querstreben unten reinmachen. Eben die hier. Die kommen hier unten irgendwo in der Höhe rein. Ich denke, ja doch, man kann es sehen. Da werde ich jetzt den Grill kurz umdrehen, oben drauf stellen, dann die Rohre entsprechend, die Enden hier ein bisschen einschleifen, dass die sauber hier reinpassen und gucken, dass ich alle drei auf selbe Höhe kriege. Und dann habe ich noch ein anderes Rundmaterial und aus dem schauen wir, dass wir dann die Halterung für den Kübel basteln. Ja, dann schleife ich mir jetzt erstmal die Rohre zurecht. Wird die halbwegs da reinpassen, dass das hoffentlich gleichmäßig ist. Ja, und dann sehen wir weiter und zum Uhrenabgleich, Zeitabgleich. Jetzt ist Freitag. Gestern, wo das mit unserem Murmelbär war, da war Donnerstag. Ja, wie gesagt, hilft nichts, es muss weitergehen. Naja, okay. Aber jetzt wisst ihr, wie lange die Videos auf der Halde gelegen sind. Weiter geht's. Frei nach den Gedanken, gleichmäßig schief, wieder so halbwegs, ja, mit der Wasserwaage, gebe ich ganz ehrlich zu, halbwegs ausgemittelt. Das muss ausreichen. Und wie auch bei meinem Grill ist eine zur Querstange zu kurz, dass die in gleicher Höhe ist. Die wird jetzt hier etwas tiefer kommen, will ich aber nicht. Darum schaue ich jetzt, dass ich hier noch irgendwie ein Rohrstück oder irgendwas finde, mit dem ich das Ding hier verlängern kann. Tja, so ein kleines Voll-Edelstahlstückchen, wobei ja Edelstahl beim Schweißen hier mit normalen Schutzgas wurscht ist. Aber ihr wisst ja, wird eingeschwärzt und jetzt verschweiße ich die Rohre fertig und dann können wir ihn am Boden stellen und können uns dann überlegen, wie wir das mit dem Kübelchen machen. Wo haben wir denn? Da steht er. Der soll halt dann irgendwie eine Halterung kriegen, dass er so hier drin steht. Und wie immer, nicht schön, aber selten, aber dran ist es. Ja, und jetzt geht es hier weiter. Den Kübel kann man hier jetzt bequem reinstellen. Und jetzt muss ich mir hier was ausdenken, was ich hier unten reinmache. Ja, genau. Wenn ich jetzt eine gescheite Biegemaschine hätte, würde ich mal einen Rundstahl biegen. Aber da habe ich keine. Aber ich kann es ja trotzdem mal irgendwie versuchen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also hier hätte ich jetzt so ein schönes Rundmaterial. Ja, der Dirk hat mir ja seine Biegemaschine nicht nachgebaut. Aber Leute, ich habe eine Idee. Ich schaue jetzt im Internet, ob es da was bei Stabilo gibt. Und dann kaufe ich mir morgen einfach eine. Weil, wer weiß, für was ich die nicht noch alles brauche. Weil dann würde ich hier unten einen schönen Ring rein machen. Mit Abstandsstücken hierher, wo man den Kübel dann einfach reinstellen kann. Ja, und dann wäre er soweit fertig. Bloß noch lackieren. Da gucke ich jetzt nämlich auch noch, ob ich Ofenfarbe noch eine Sprühdose übrig habe. Einen alten Scheiß werde ich mal kaufen. Ja, schon ein bisschen vorbereitet. Und ja, ich bastel mir jetzt ganz schnell, ganz einfach, ja, was für die Dinger hier zum Biegen selber. Punkt. Tja. Irgendwie total ohne Plan, wieder total verkehrt gebaut. Nochmal abflexen, auseinanderflexen und komplett neu verschweißen. Naja, und dann könnte ich es vielleicht doch noch hinbringen, dass das Ding funktioniert. Verdammte Axt. So Leute, nachdem der ganze Mist hier mal abgekühlt ist, weil das ganze Zeug ist noch bockheiß, kann ich mal ausprobieren. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich habe mich angezündet, mein gutes T-Shirt.
Naja, gut, das war eh hier das Reiset-Shirt. Naja, abkühlen lassen, ausprobieren. Und wenn es klappt, ja, geht's morgen hier weiter. Weil wir haben es mittlerweile. Oh Mann, hey. Ein geiler Scheiß. Ja, zwei gleich. So Leute, jetzt bin ich ja echt gespannt, ob das Ding hier halbwegs funktioniert, was ich mir zusammengebastelt habe. Mein Knebel finde ich jetzt natürlich auch mal wieder nicht. Naja. Tja. Jetzt noch ein bisschen zurück. Spannung setzen. Dann gucken wir doch mal. Also die Rollen sollte ich vielleicht noch sichern. Also mit ein bisschen Geduld und Spucke kriege ich das schon hin. Vielleicht mache ich mir hier noch die Mulden ein bisschen tiefer. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich werde mir jetzt erstmal den Umfang ausmessen und mir hier die Stange markieren, weil ich soll ja dann die komplette Länge dementsprechend biegen. Ja, und das mache ich jetzt noch, bevor ich hier jetzt weitermache. Aber es hat schon eine leichte Biegung bekommen. Ach nö, jetzt ist wieder rausgesprungen. Also das Ganze ist ein echt mühseliges Geschäft mit diesem Ding hier, aber es funktioniert. Darauf kommt es jetzt drauf an, weil ich momentan eigentlich kein Geld habe, mir irgendwas zu kaufen. Ordentliche Rollen wären natürlich geil gewesen, am besten eine Kugel gelagert. Aber in der Notfrist der Teufel fliegen und der Michi macht den Scheiß so.
gib mir mal Zunder. Also von selber dreht sich das nicht. Ich ziehe hier schon ja, sauber mit. Mit kleiner werden, denn den Kringel. Boah, kurz vor drei, ich gehe jetzt echt ins Bett. Wird es immer schwieriger. Und ja, ich kann hier das Ding auch wieder abflexen, weil ich komme hier innen nicht mehr durch zum Drehen. Steht an. Ja. Aber das mache ich dann alles morgen. Gute Nacht. So Leute, der Ring wäre fertig. Ja gut, hier das Eck ist nicht mehr ganz so schön rund. Hat seine Gründe. Hier ist der Kübel und... Ups. Der Ring ist ein bisschen groß geworden. Ja, deswegen ist er auch ein bisschen verbollert, weil ich eben den Ring größer machen musste. Ja, und nicht von Anfang an so weit durchgerollt habe. Warum? Ich war heute nochmal bei den Shoppen und habe einen geilen Edelstahlkübel gefunden. Und haben wir gedacht, der passt da viel besser rein. Und siehe da, hier passt der Ring doch relativ gut. Und jetzt werden wir das Riesenteil, oder werde ich probieren, dieses Riesenteil da unten rein zu zentrieren. Das ist zwar etwas Kunst, den dann da unten rauszuholen, aber das geht. Das geht schon irgendwie. Jo. Aber das mache ich alles heute Abend, weil mein Schatz hier mitkriegt, dass ich jetzt hier hinten mit meinen guten Klamotten war. Okay, ich bin dann hier jetzt wieder weg und später geht es dann hier weiter. Das wäre ja soweit in Ordnung. Tja Leute, dann werde ich jetzt den hier genau mittig reinbrutzen. Mal schnell drei Stäbchen runterschnibbeln, den da reinbraten und dann mal gucken, ob man den Kübel dann rein und raus bringt. Naja, wir werden sehen, ich werde mal hier jetzt die Abstände ausmessen und dann braten. Jo, das mache ich jetzt auch. Was sollte ich sonst machen? Viel Bock habe ich heute eh nicht mehr. Oh, nee. Ja, weil jetzt ist es auch schon wieder 11. Ach, die Uhr da oben ist ja gar nicht in Betrieb. Ja, was soll ich sagen, ich habe noch ein Video bearbeitet, das ist jetzt unterwegs beim Hochladen und. Naja, egal. Also wie gesagt, die drei Stückle ausmessen und dann einfach mal reinbraten und gucken, ob wir den Kübel dann überhaupt da reinbringen. Ja, weil das ist schon ein großes Teil, aber er ist halt aus Edelstahl. Tja, was mit dem kleinen Kübel gar kein Problem gewesen wäre, ist für den großen Kübel dann doch etwas ein Problem. Aber, wenn man weiß wie, dann dreht man das Kübelchen hier auch relativ gut rein. Und auch relativ gut wieder raus. Scheiße, griff nach oben geklappt, rutscht das Ganze doch relativ gut hier rein. Tja, und dann steckt das Ding hier drin. Ich hoffe, dass das auch die ganze Asche auffängt. Und ja, was soll ich sagen? Wird durch die Kante noch oben, dann wird es vielleicht sogar noch einfacher gehen. Obwohl,
Den lasse ich so. Den lasse ich so. Naja, viel Wind darf nicht gehen. Und viel tiefer können wir ja den Halter auch nicht setzen. Außer man hätte was zum Draufstellen gemacht, aber dann hätte ich ihn wieder nicht reingebracht, weil ich habe vorher den Ring probiert, oben drauf zu setzen. Ja, da ging da gar nichts. Wäre natürlich geil gewesen, wenn er in der Höhe gewesen wäre. Aber naja, man kann nicht alles haben. Oder habe ich vielleicht noch eine andere Idee? Da bin ich jetzt echt am Überlegen, Leute. Also in der Höhe wäre mal richtig geil gewesen. Aber wie soll ich den dann festmachen und rausnehmen? Naja, im Moment sieht es so aus, wie es später aussieht. Vielleicht fällt mir noch was ein. Aber im Moment beende ich jetzt dieses Video erst einmal in dieser Runde und wir machen dann ja, demnächst mit dem nächsten Teil weiter. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles machen könnte. Naja gut, mit dem Eimer überlege ich mir das jetzt noch genau. Hitzebeständigen Lacken, Ofenrohrlack habe ich mir bestellt. Wird auch nächste Woche kommen. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch alles machen. Vielleicht fällt mir ja doch noch was ein mit dem Kübel. Naja, okay Leute, wir sehen uns bis zur nächsten Runde. Und vielleicht ist das ja sogar ein Topf-Video. Ja, okay, ciao. Kowski. Hier haben wir jetzt unsere gesamten Zutaten. Da hinten feuern schon die Kohlen an. Zu denen sage ich auch gleich noch was.